Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio Vom. Heute aus Altenholz, A-Junioren-Bundesliga, der THW Kiel gegen Empor Rostock. Und der THW hat eindrucksvoll gewonnen, 31:20. Und darüber möchte ich jetzt reden mit zwei Rostockern, Ole und Max. Schön, dass ihr da seid. Max, wir fangen mit dir an. Warum standst du heute nicht auf der Platte? Ja, ich bin verletzungsbedingt ausgefallen. Mich hat eine Virusinfektion zurückgeworfen und ja, deswegen konnte ich nicht mitspielen. Auch du warst oder bist verletzt noch immer. Ja. Wie lange fällst du aus? Ich falle noch ungefähr bis April aus. So lange? Ja, seit August bis April. Das ist relativ lange. Aber ich hoffe mal, dass es danach dann gut wird und ich die Mannschaft dann weiter unterstützen kann. Sprechen wir über das Spiel. Ihr wart nicht nur wegen euch, auch personell ziemlich dezimiert. Seid aber Tabellensechster. Wie seid ihr hierher gefahren? Mit welcher Zielsetzung genau? Ja, wir wollten das Spiel schon vor allem ausgeglichen und auch vielleicht zu unseren Gunsten gestalten, auch wenn unser Kader relativ schmal ist. Weil wir haben ja jetzt auch in den letzten Wochen bewiesen, dass wir mit dem schmalen Kader doch das ein oder andere Spiel gewinnen konnten. Jetzt fällt man zum Tabellenneunten. Was hat man da im Kopf? Habt ihr gedacht, dass die so schnell davonziehen können, dass man das nach nur 5 Tore in Halbzeit 1? Habt ihr das Ding in der Anfangsphase vielleicht schon verschlafen? Ja, wir wussten, dass Kiel ein guter Gegner ist und wir haben uns einfach schlecht darauf eingestellt. Wir waren von Anfang an vom Kopf nicht da. Das ist dann nicht verwunderlich, so hinten zu liegen, schon in Halbzeit 1. Euer 34er, der Dennis, das ist ein richtig stämmiger, bulliger Kerl. Warum habt ihr so wenig über den Kreis gespielt? Das wissen wir nicht. Wir wissen über die taktische Ausrichtung nicht wirklich viel. Wir waren in den Ansprachen nicht da, aber es ist schon verwunderlich, also im Endeffekt. Aber unser Trainer hat andere Vorgaben gehabt und die haben wir versucht umzusetzen. Und da war Dennis diesmal nicht ganz so Bestandteil und es hat diesmal nicht so funktioniert wie letzte Woche. Nächste Woche geht's gegen Bremen. Ja. Was glaubt ihr, wie arbeitet ihr das jetzt in der Woche, unter der Woche auf? Ich denke mal, wir kriegen es gut hin, die Klatsche hier abzuhaken. Wir haben Charakter in der Mannschaft, werden uns die Woche im Training sehr gut konzentrieren, werden es dann schaffen, nächste Woche gegen Bremen zu gewinnen. Zwischendurch 5 Tore, wenn wir aufs Ergebnis gucken, 5 Tore Halbzeit 1, aber dann insgesamt am Ende 20. Das heißt, ihr könnt es ja. Okay? Ja, Halbzeit 2 haben wir dann auch ausgeglichen gestaltet, nur mit einem Tor verloren. Also im Resümee haben wir halt in den ersten 20 Minuten das Spiel eindeutig verloren. Mit 5 Toren in einer Halbzeit gewinnt man einfach kein Handballspiel. Das ist so. 31:20, ich drücke euch die Daumen für nächste Woche. Viel Erfolg dabei, kommt gut nach Hause. Danke. Und vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank. Danke.